Ja, ein Effekt, über den wir hier sprechen müssen in der Radarfernerkundung, ist der sogenannte Speckle-Effekt. Ja, Speckle als solches führt dazu, dass die Bilder, die Radarbilder, die Rückstreuintensitäten angezeigt als Sigma-Null-Werte verrauscht aussehen. Also verrauscht im Sinne, wir haben Helligkeitsunterschiede, kleinräumige Helligkeitsunterschiede, die einen ähnlichen Eindruck vermitteln wie Fotografien aufgenommen mit einem sehr, sehr hohen ISO-Wert. Und auf den ersten Blick scheint auch dieses in Anführungsstrichen Rauschen nicht direkt was mit der Landoberfläche zu tun zu haben. Also es erstreckt sich über das gesamte Bild, auch wenn das nicht völlig korrekt ist. Dennoch müssen wir hier Abstand davon nehmen, bei Speckle von Rauschen zu sprechen. Es ist ein gänzlich anderer Prozess, der dahinter steckt. Zunächst, Speckle ist für die meisten Untersuchungen hinderlich und man versucht dementsprechend auch, Speckle zu beseitigen. Dafür hat man speziell angefertigte Filter, Speckle-Filter, die die Statistik des Speckles berücksichtigen, entwickelt. Das funktioniert am allerbesten, wenn ich multitemporale Aufnahmen verwende. Das heißt, dasselbe Gebiet wird wiederholt aufgezeichnet. Und wenn ich Aufnahmen ab einer Anzahl 10, 15 Stück habe, wird es auch langsam sinnvoll, einen solchen multitemporalen Speckle-Filter ins Spiel zu bringen und die Daten entsprechend zu filtern und letzten Endes zu glätten. Die einfachste Möglichkeit, Speckle zu filtern, wäre ein Tiefpassfilter bzw. ein Mittelwertfilter. Dem sollte man auf jeden Fall den Vorzug geben gegenüber einem Medianfilter, weil der Medianfilter völlig andere Statistiken annimmt und der Mittelwertfilter arbeitet, wird für ja, Radardaten eher besser funktionieren. Aber letzten Endes, wie gesagt, es gibt dezidierte Speckle-Filter, die auf jeden Fall deutlich bessere Filterergebnisse liefern, weil sie in der Lage sind, Kanten zu erkennen und nicht über Kanten hinweg zu filtern. Eine andere Möglichkeit, Speckle zu reduzieren, wäre auch schon während der Datenprozessierung, während der Vorprozessierung der Daten, indem ich mit Multilook-Faktoren arbeite, die eben in der Lage sind, tatsächlich auch die Menge des Speckles zu reduzieren. Aber was ist eigentlich dieser Speckle? Wie kommt der zustande? Und ja, wie könnte ich vielleicht sogar ein System konstruieren, ein Radarsystem, um von vornherein Speckle zu eliminieren? Stellen wir uns mal eine Rückstreuzelle vor, das heißt eine Auflösungszelle, in der letzten Endes mehrere Streuobjekte vorhanden sein können. Nehmen wir mal diesen Notizblock hier als Auflösungszelle mit einer Dimension x, einer Dimension y. Wie in diesem Beispiel, ja, handelt es sich nicht um eine quadratische Zelle. Das ist auch der gängigste Fall bei der Radarfernerkundung. Und in dieser Auflösungszelle befinden sich mehrere Objekte. Nehmen wir mal diese Lego-Steine hier, die dafür sorgen, dass eine gewisse Rückstreuintensität erzeugt wird. Also jedes dieser Objekte streut die einfallende elektromagnetische Strahlung zurück. Das sind jetzt vier identische Streuobjekte. Das hieße eigentlich, dass jedes dieser Objekte auf eine gleiche Art und Weise auch die einfallende Energie zurück zum Sensor streut. Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass nicht nur die Energiemenge dieser einzelnen Streuobjekte sich auf die Radarrückstreuung der gesamten Auflösungszelle auswirkt, sondern auch der Abstand der Objekte zum Radarsensor, als auch der Abstand dieser Objekte zueinander. Weil, und das ist das Besondere bei der Radarfernerkundung, wir es mit kohärenten Systemen zu tun haben. Kohärente Systeme arbeiten mit einer Wellenlänge, mit einer Polarisation und letzten Endes können wir deswegen die Phaseninformationen nicht vernachlässigen, wenn es um die Auswertung von Radardaten geht. Dazu werde ich jetzt mal eine kleine Skizze an das Whiteboard anzeichnen, um das Ganze etwas zu verdeutlichen. Ich reduziere jetzt mal unseren experimentellen Aufbau ein wenig, indem ich zwei Streuobjekte entferne und zwei Streuobjekte übrig lasse. Ja, wir gehen mal davon aus, die beiden Streuobjekte sind tatsächlich identisch. Beide Streuobjekte sorgen für die
gleiche Energiemenge jeweils und das gesamte andere Areal innerhalb dieser Auflösungszelle sorgt für vernachlässigbar wenig Rücksteuerenergie. Jetzt kann ich also für jedes dieser beiden Streuobjekte im Prinzip eine Sinuskurve anzeichnen, die die zurückgestreute Energie symbolisieren soll. Wir haben hier einmal die Amplitude, also die Menge der zurückgestreuten Energie. Die sollte bei beiden Objekten gleich sein, weil es sich um die gleichen Objekte handelt. Also wir haben zweimal die gleiche Amplitude, die wir hier feststellen können. Und in dem Fall sogar auch die gleiche Phase. Die gleiche Phase ist letzten Endes nichts anderes als der Wert, den unsere Sinuskurve auf der x-Achse hat, der jeweils zwischen 0 und 2 Pi gemessen werden kann. Eine genauere Messung der Phase bzw. über Phasenwerte größer als 2 Pi hinaus ist mit Radarsystemen schlicht und einfach nicht möglich. Wir messen also die Phase immer zwischen 0 und 2 Pi und zwar als Zeitpunkt, zu dem unsere elektromagnetische Welle auf unsere Radarantenne trifft. Jetzt können wir also, wenn wir zwei Streuobjekte haben, unterschiedliche Fälle in der Addition dieser beiden Amplituden erhalten. Einerseits kann, wie in diesem Fall, die Phase gleich sein. Also wir haben in beiden Fällen eine mehr oder weniger identische Phase. Das heißt, die Wellenberge addieren sich und die Wellentäler addieren sich auch. Und das Ganze erzeugt eine zurückgestreute Energiemenge, die genau doppelt so groß ist wie die eines einzelnen Streuers. Dies würde beispielsweise genau dann auftreten, wenn beide Streuobjekte den gleichen Abstand zum Sender haben. Jetzt ist es allerdings möglich, dass die Streuobjekte anders angeordnet sind, dass beispielsweise ein Objekt sich näher am Sensor befindet oder das andere weiter weg. Und das verändert die ganze Situation. Im Extremfall wird es sich eines unserer Objekte genau eine halbe Phasenlänge näher oder weiter entfernt vom Sensor befinden. Und zwar wäre das jetzt dieser rote Fall. Das heißt, die Amplitude wäre nach wie vor gleich. Allerdings hätten wir hier einen Phasenversatz von genau einer halben Wellenlänge. Und das führt dazu, dass bei kohärenten Systemen, Radar wie gesagt ist kohärent, es zu einer Auslöschung dieser Phasen kommt. Streuobjekt 1 in schwarz, Streuobjekt 2 in rot und letzten Endes herrscht hier negative Interferenz. Wir haben also eine vollständige Phasenauslöschung, obwohl sich in diesem Pixel zwei Objekte befinden, die tatsächlich Radarrückstreuung generieren. Das heißt, schlussendlich, ich kann, obwohl sich zwei identische Objekte innerhalb einer Auflösungszelle befinden, völlig unterschiedliche Rückstreuintensitäten erlangen, je nachdem, wie diese Objekte zueinander angeordnet sind. Und das verursacht den Speckel. Wichtig zu verstehen ist jedoch auch, dass eine zweite Aufnahme mit identischen Aufnahmebedingungen, das heißt, die Objekte haben sich nicht bewegt, der Sensor steht wieder exakt an derselben Stelle, arbeitet mit derselben Wellenlänge, dass in meinem Bild wieder exakt derselbe Speckel entsteht. Speckel ist in dem Fall nicht zufällig. Speckel ist deterministisch. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen.